Der ehemalige US-Präsident Trump ist erneut angeklagt worden. Dieses Mal im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol. Laut Anklageschrift muss sich Trump unter anderem wegen Verschwörung gegen den Staat vor einem Bundesgericht verantworten. Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger von Trump den Kongress gestürmt, um zu verhindern, dass der Wahlsieg des jetzigen Präsidenten Biden bestätigt wird. 5 Menschen kamen damals ums Leben. Die Nachricht erreicht viele Amerikaner kurz nach dem Feierabend. Gleich mehrere TV-Sender unterbrechen ihr laufendes Fernsehprogramm. Der ehemalige Präsident Donald Trump wurde von einer geschworenen Jury angeklagt. Auf 45 Seiten werden Trump 4 mögliche Straftaten zur Last gelegt, unter anderem Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Gemeinsam mit 6 nicht namentlich genannten Komplizen soll er versucht haben, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu kippen. Unter anderem habe Trump bei seinen Anhängern durch falsche Behauptungen bewusst Wut geschürt, die im Sturm auf das Kapitol gegipfelt sei. Der Angriff auf das Kapitol war ein beispielloser Anschlag auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Und er wurde angeheizt durch Lügen. Trumps Wahlkampfteam weist die Vorwürfe zurück. Die erneute Anklage sei ein weiterer Versuch der Regierung, seinen Wiedereinzug ins Weiße Haus zu verhindern. Dies erinnere an das Vorgehen in Nazi-Deutschland, in der Sowjetunion und in anderen autoritären Regimen. Justizminister Garland verteidigt die bislang umfangreichsten Ermittlungen in der Geschichte seines Ministeriums. Herr Smith und sein Team sind stets den Fakten und dem Gesetz gefolgt, wohin auch immer sie führen würden. Am Donnerstag soll Trump in Washington zum ersten Mal vor Gericht erscheinen. Der Prozess gegen ihn könnte noch im kommenden Wahljahr beginnen. Ja, und was das genau für Trump und auch die US-Wahl gegebenenfalls bedeutet, das können wir besprechen mit Johannes Timm von der Stiftung Politik und Wissenschaft. Schönen guten Tag, Herr Timm. Schönen guten Tag. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich kann das Ganze für Trump nun werden? Ja, von den bisher bekannten Verfahren, die gegen Trump laufen, ist das eindeutig das Größte und das Bedeutendste, und die schwersten Vorwürfe werden in diesem Verfahren gegen ihn erhoben. Es geht eben darum, dass er das Wahlergebnis nicht anerkannt hat und dass er versucht hat, die Durchführung der Wahl, die Auszählung der Stimmen und die friedliche Machtübergabe zu verhindern. Und das ist ein Strafprozess von großer Bedeutung und das kann ihm gefährlich werden. Inwiefern ist so etwas einmalig, auch für die Geschichte der USA? Also es ist überhaupt das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident strafrechtlich angeklagt wurde in dieser Form. Und der ganze Vorgang ist natürlich sehr einmalig. Im Beitrag eben klang es an, die Handlungen von Trump haben mit dazu beigetragen, dass es am 6. Januar 2021 dann zum Sturm aufs Kapitol kam, also zu einem gewaltsamen Aufstand, bei dem Menschen ums Leben gekommen sind. Dafür gibt es wirklich keinen Präzedenzfall. Was das bedeutet, darüber würde ich gleich gerne noch mit Ihnen sprechen. Aber ich habe heute sowas gelesen wie: die Demokratie der USA wehrt sich. Wie stark ist sie denn überhaupt in den Augen der Amerikaner und Amerikanerinnen noch? Ja, also was wir jetzt erleben, ist tatsächlich ein Rechtsstaat, der funktioniert, der das tut, wofür er gemacht wurde, wo es um die gegenseitige Kontrolle der Gewalten geht und in dem Fall eben das Justizwesen dann die Exekutive kontrolliert. Was ich als Problem für die amerikanische Demokratie sehe, ist, dass das Vertrauen in die Institutionen sehr stark abgenommen hat in den letzten Jahren. Und dazu hat natürlich auch Donald Trump mit seinen systematischen Lügen sehr stark beigetragen. Und so ist es so, dass ein Teil der republikanischen Wählerinnen und Wähler loyale Trump-Anhänger sind, die auch in diesen Gerichtsverfahren jetzt wieder ein politisches Komplott sehen, um ihrem beliebten ehemaligen Präsidenten zu schaden und sozusagen die Faktenlage nicht anerkennen. Und das ist auf die Dauer nicht gesund für Demokratien. Man muss ja sagen, es ist nicht das einzige, Sie haben schon angedeutet, nicht das einzige Verfahren. Es gibt noch 2 weitere, die gegen Trump laufen. Einmal geht es um Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar in New York. Und dann noch eine weitere Anklage in Miami, weil ja Trump Regierungsdokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe nach seiner Amtszeit in seinem Anwesen aufbewahrt hat und auch nicht zurückgegeben hatte. Inwiefern hat eigentlich all das Einfluss auf seine erneute Kandidatur für den nächsten Präsidenten der USA?
Ja, das wird einen großen Einfluss haben. Wir haben jetzt schon in drei Verfahren Anklagen. Wahrscheinlich kommt innerhalb der nächsten 3 Wochen noch ein viertes Verfahren im Bundesstaat Georgia hinzu. Und all diese Verfahren werden im Laufe des nächsten Jahres 2024 geführt werden. Und bei strafrechtlichen Prozessen ist die Anwesenheit des Angeklagten im Gerichtssaal vorgeschrieben. Das ist genau die Zeit, in der Trump erst Vorwahlkampf und sollte er von den Republikanern nominiert werden, wonach es derzeit aussieht, auch dann den Hauptwahlkampf führen will. Und bei diesem Verfahren, bei diesem Wahlkampf beeinträchtigen ihn die 4 Verfahren sehr stark. Es wird schlicht nicht so viel Zeit für Wahlkampfveranstaltungen bleiben. Die Kosten für diese Gerichtsverfahren sind enorm. Trump kann natürlich unter seinen Anhängern immer wieder Wahlkampfspenden einsammeln, hat das auch schon in großem Stile getan und nutzt diese Wahlkampfspenden auch im Moment noch zur Finanzierung seiner Anwaltskosten. Das ist noch nicht ganz geklärt, ob das eigentlich so zulässig ist. Aber es geht sowohl finanziell als auch zeitlich jetzt schon ans Eingemachte. Zulässig wird wohl aber sein, dass er als verurteilter Straftäter, wenn es denn dazu kommt, trotzdem als Präsident ins Weiße Haus einziehen könnte. Wie schätzen Sie das ein? Das ist ja jetzt eine rechtliche Sache, aber wird das auch einfach so akzeptiert werden von den Amerikanerinnen und Amerikanern? Ich glaube, die große Frage ist, wie viel Fortschritt es jetzt in diesen Prozessen gibt. Das sind alles große, aufwendige, komplizierte Verfahren, die lange dauern. Und in den 2 Verfahren, wo schon Termine gesetzt sind, sind diese Termine März und Mai nächstes Jahr. Und es ist tatsächlich offen, ob eines dieser Verfahren vor der Wahl zum Abschluss gebracht werden kann. Ich halte es schon für unwahrscheinlich, dass, sollte er rechtskräftig für einen Straftatbestand verurteilt werden, dass er dann einfach so ins Amt einziehen kann. Die große Frage ist, was passiert, wenn die Verfahren noch laufen? Und sollte er dann gewählt werden, er Präsident wird, dann hat er natürlich Möglichkeiten, auf die Verfahren Einfluss zu nehmen. Und das hat dann das Potenzial, Verfassungskrisen zu produzieren. Da kommt eventuell noch was auf die USA zu. Nochmal zur letzten Frage, wieso schafft er es eigentlich immer so gut, immer wieder alle Vorwürfe gegen ihn umzudeuten, damit seine Unterstützer auch weiter an sich zu binden? Anscheinend fruchtet das ja momentan. Ja, ich glaube, ein großer Faktor dabei ist tatsächlich die Rückgratlosigkeit der gewählten Politikerinnen und Politiker in der Republikanischen Partei, die sich nicht trauen, Trump offen zu kritisieren, die sich nicht trauen, mit ihm zu brechen, aus Erfahrung. Viele ihrer Versuche, zum Beispiel nach dem 6. Januar, nach dem Sturm aufs Kapitol, zu kritisieren, dafür wurden sie abgestraft von Wählerinnen und Wählern. Das erlaubt ihm, weiter durchzukommen. Und ein großer Faktor ist eben auch, dass die Medienlandschaft in den USA, die inzwischen eben auch stark polarisiert ist, und da gibt es sowohl unter normalen Kabelfernsehsendern als auch unter Internetplattformen eben viele Medien, die sozusagen seinen Lügen breiten Raum geben, ihn unterstützen, egal was die Faktenlage hergibt, und eben den Wählerinnen und Wählern da auch falsche Tatsachen vorgaukeln. Sagt Johannes Timm von der Stiftung Politik und Wissenschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.